Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2. Ja, ich bin heute wieder bei der Familie Sonja und Manfred Ottomas und unser Manfred, der hat heute quasi Geburtstag. Jo, der wird heute Mittwoch. Der wird zum Knacker. Und er hat heute auch frei. Och, toll. Unsere Sonja, die, ja, mit ihr bin ich immer noch dabei, dass sie endlich auch mal Rockgöttin wird. aber, naja, gut, sie hat noch ein bisschen Zeit heute und morgen quasi, also Mittwoch und Donnerstag. Juhu! Unser Ältester ist ins College übergesiedelt, somit haben wir also auch noch ein Zimmer frei quasi. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie mit irgendetwas besetzen möchte, das werde ich dann selbst mal schauen. Und ja. Genau, spiel du hier mal, dann macht er so ein bisschen was mit seinem Hobby. Mach mal weiter hier, Körbe werfen quasi. So. Ich spule mal gerade ein kleines bisschen vor. Oh, warum bleibst du nicht dabei? Sag mal. Ja, wobei, er macht ja eh Spiele und nicht Sport. Ach, das habe ich jetzt wieder verwechselt. I'm sorry. Peters Schule braucht Geld für ein Schwimmbad. Aus diesem Grund beschließen die Schüler, selbstgebackene Kuchen zu verkaufen. Leider wissen die meisten Schüler jedoch nicht, wie man Kuchen backt. Peter erteilt freiwillig Unterricht im Backen und der Verkauf wird ein großer Erfolg. Dann bekommt er einen Kochpunkt. Sehr schön. Unser Peter bleibt uns noch ungefähr 3 Tage erhalten. Jetzt muss ich mal bei ihm nochmal schauen. Ach, hä? Irgendwie hat es... Achso, da ist... Ah, Rosa ist ja ins College gegangen. Und auf die Rosa war es ja total heiß. Ah, schade, schade, schade. Naja, das wird vielleicht ja noch was. Also, wenn er dann älter wird, mal schauen. Ach, mit Britney, die kennst du zwar, aber hast du nichts weiter gemacht? Okay. Naja. Oh, da bist du ja schon. Hallo, Peter. Hi, hi. Du kannst mal auf Toilette gehen und dann kannst du mal... Oh, was macht er denn hier? Es ist Tag, Graf Wong. Es ist doch Tag, du... Es ist schön, dass du uns besuchen möchtest und Sonja freut sich mit Sicherheit. Sie möchte dich gerne mal wertschätzen. Oh, 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 oh. Hallo? Er ist extra vorbeigekommen, damit die beiden sich hier mal knutschen können. Ei, meine Güte. Okay. Also ich wollte ja irgendwie die ganze Zeit, dass die beiden sich mal näher kommen. Und, achso, wir müssen ja heute auch noch eine Geburtstagsparty machen, ne? Mit wem? Ich kann mich doch eigentlich mal hier mit Britney mal ein bisschen hier mal mit ihr mal ein bisschen plaudern. Die müsste ungefähr in seinem Alter sein. So, Sonja, dann was haben wir denn noch was drinnen? Ja, nimmt immer Reste. Ja, also wir machen nachher eine Geburtstagsparty. Die werden wir quasi mit oder für den Manfred natürlich machen. So, nimm du einmal und er nimmt dann auch noch eine Dings. Ich bin ganz zufrieden mit Manfred. Also Manfred hat ja quasi... Oh, da ist er schon wieder. Ah, du kannst dich von mir lassen. Aber ich esse jetzt gerade erstmal. Flirten. Ach nee. Er rennt schon wieder. Okay. Aber vielleicht wird es ja heute was mit uns beiden, mein Lieber. Ja, ich verstehe mich ja sehr gut jetzt mit dir. Und, oh, ich habe einen Blitz mit meinem Mann verloren. Naja.
Peter, leg mal auf und lad mal ein paar Sims ein. Warte mal, mach du mal die Party veranstalten. Ups. Party veranstalten. Er hat zwar nicht so viele Freunde, glaube ich, aber... Macht ja nichts. So, warte mal. Die Lana, Rosa, den Otto natürlich, die Sandra. Britney können wir auch noch einladen. Die Shakira. Kalle, nee, nicht schon wieder. und alle anderen, die werden wahrscheinlich nicht gerne kommen werden. Also, oder? Tja, wir haben ja schon eigentlich viele, aber ich vermute, es kommt dann eh keiner mehr von denen. So, ich lade mal ein. Oh, jetzt echt, kommen wirklich alle? Oh, schön. Unsere Olive, die hat dann morgen Geburtstag. Die, hat morgen Geburtstag und da freue ich mich auch schon drauf, wie sie denn aussehen wird. Die wird auch eine echt, echt hübsche. Da bin ich überzeugt. So, du gehst nochmal erstmal ins Bettchen. Danach müsstest du ein bisschen Spaß machen, auftreiben. Jo. So, da kommen sie schon. Hallo, hallo, hallo. Unsere Gäste und die Britney, die mit der können wir jetzt gerade mal zusammen tanzen. Oh, Ronja ist auch hier. Otto, hallo. Na, wie gefällt es dir auf dem College? Das ist ja super, dass er auch mitgekommen ist, oder? So, ich... Küssen. Nee. Zusammen tanzen. 16 Uhr. So, einige Leute wollen wieder was von mir. Okay. So, geh doch mal, mein Lieber, flirte. Nee, check doch mal ab, wie dir die Britney gefällt. Kannst du es schon sagen? Oh, nicht wirklich. Ach so, warte mal. Ich könnte ja auch Raumsondieren mal machen. Beste Wahl? Okay, Sandra Tüller ist die beste Wahl. Aber die war nicht so toll. Was ist denn mit der Ronja? Wo ist denn Ronja? Ach, kenne ich die noch gar nicht. Warte mal. Doch, ich habe sie doch eingeladen. Da ist er wieder. Und, die Sonne ist nur weg. Komm halt, wenn es dunkel geworden ist, dann komm noch mal bitte, ja? Na, jetzt wird's... Nee, jetzt noch nicht. So, wir brauchen mal eine Torte. Warte halt. Ans Eck, bitte. Und Manfred... Er tanzt hier hinten mit Shakira. Kerzen ausblasen. So, dann, warte. Ein Blick auf unseren lieben Manfred. Guck mal, guck mich mal an, guck mich mal an. Komm, guck doch nicht so unbegeistert hier. So, jetzt. Party. Viele Partygäste. Rosa sieht ja auch ganz fesch aus in diesen Klamotten. So. Jo. Ach, ja. Ach, du Schande. Unser Rockgott ist Knacker. Ein Knacker geworden. Ich will nicht jemanden mit altern. Nee, will ich nicht. Du hast es geschafft. Wow. So fühlt es sich also an, wenn man überglücklich ist. In meiner momentanen Stimmung ist das Leben das reinste Kinderspiel. Wir können natürlich auch in Rente gehen. Und wir haben den Laufbahn-Level Don Juan erreicht. Don Juan. Oh, die beiden hier. Hey, das war mal Peters Otto. Naja. So, jetzt hat er es auch geschafft mit seiner Sonja. Hier, küsse mal deine Liebste. Deine liebste Sonja.
Er sieht hier irgendwie total anders aus. Ich muss ich echt gestehen. Mit seinen dunklen Haaren. Was ich aber jetzt wirklich mal probieren möchte, ich möchte mal bei ihm so ein bisschen das Aussehen ändern. Er ist ja echt der Rockgott und er ist für mich der, ja, ich weiß nicht, also wirklich so klassisch Rockgott. So halt. Komm. Was ist denn, hast denn du da auf? Hä? Was hat er denn da auf? Wir könnten ihn mal so... Nee, ne? Aber... Oh, warte mal. Diese orangen Haare. Die sind ja irgendwie auch cool. Oder die... Die da. Weil das ist ein bisschen mir ein bisschen zu heftig nach oben eigentlich. Und das sieht furchtbar aus. Oder wirklich die orangenen Haare. Komm, ich mach mal ihm orange Haare. Was hat... Warum hat er denn dieses komische Teil hier auf, sag mal? Ach, Mensch. Wobei, das da hier. So, Unterwäsche. Schlafanzug, Badekleidung, Sportkleidung und draußen. Okay, ich mache mal... Auch trotz allem dann das andere. Der Bart, kann ich dem nicht auch noch eine andere Farbe geben? Echt nicht. Schade. Was habe ich ihm das, den Bart hier? Kräftigeren Bart. Dafür, dass er halt weiß ist, dieser Bart, ist es natürlich schade. Dann fällt er so unheimlich auf. Dann lasse ich ihm auch diesen Bart. Ja, der Rest ist in Ordnung. Ich muss mal bei dir gucken, wie wirkt es auf deine Augen aus. Er hat ja so unheimlich kleine Augen, ne? Also das ist ja... Das hat er leider auch einigen, also ich glaube allen drei Kindern so ein bisschen weiter vermacht. So, mein Lieber, dann geh nochmal hoch und Outfit zusammenstellen. Wir gucken nochmal... Wer ist denn das? Hans Dieterichs? Keine Ahnung. Wir gucken auch nochmal, was wir da so für dich haben. Und, ich wollte noch... Wo ist denn Diana? Hey Peter, kann ich Sonja sprechen? Ja. Huch. Wegscheuchen. Nee, ich will meinen Bruder nicht wegscheuchen. Oh, warte mal. Habe ich hier noch was? Ja. Ja, es wird ja Frühling. Also komm, eines von diesen beiden. Aber ich finde das cool. Das finde ich echt cool. Das da hat er nichts hinten dran. Ja, das ziehst du an, mein Lieber. dreh dich mal rum. Komm schon, dreh dich mal rum. Nee, zu mir. Ach, komm. Das sieht doch cool aus. Und es passt. Ich finde, es passt zu ihm. Sorry. So, dann kannst du noch schlafen gehen. Und meine liebe Sonja, du kannst vielleicht jetzt langsam mal schauen, ob du den Grafen dann gleich einladen kannst. Wobei machen wir wahrscheinlich am besten vielleicht, wenn die Party hier zu Ende ist. Wo ist denn diese Diana Dorn? Sag mal. Ich habe doch vorhin... Das sind ja alles ältere Damen hier. Also schon College-Leute hier. Okay, also beide mag ich nicht. Und die Diana Dorn, die hatte ich doch auch mit eingeladen, sag mal. Naja. Okay, dann schicke ich dich einfach mal jetzt Hausaufgaben machen. Dann hast du zumindest... Ach, warte mal, da draußen ist noch was. Ah, hier ist er ja. Warte, dann erstmal reden, plaudern. Und küssen kann ich... Küssen vertraut? Bin ich...
Ah, ich bin ja mit ihr verwandt, das ist meine Cousine. Alles klar. Dann, ja, quatsch nur mal ganz kurz mit ihr und dann kannst du doch noch die Hausaufgaben machen. So, Olive. Aufwachen. Mein Schatzi, komm, steh mal auf. Sieh dir was an. Und dann musst du mal auf Toilette. Und danach musst du mal irgendwas tun, was dir echt Spaß macht. Ich schick dich dazu mal hier. Nee, warte mal. Zum Rutschen. Rutschen. Irgendjemand ist ja sowieso hier unten drin, oder? Wer ist denn das? Lana, oder? Lana, ja. So. Ja, ich habe eine klasse Stimmung hier. Ach Gott, sie machen den Hula hier. Klasse Stimmung, klasse Party macht. Subi. So, ich tue jetzt mal unseren Grafen hier mit einladen. Es ist ja jetzt eigentlich dunkel, hoffe ich mal. Was denn? Was hat sie denn jetzt für ein Problem gehabt? So, okay. Einladen. Tschüss. Und wer ist das? Achso. Ja, ich kann jetzt in diese von der Muse geküsst. Da kann ich jetzt rein. Super. Na gut. So, das kann ich eigentlich noch aufräumen. Das könnte ich jetzt auch mal aufräumen. Spielemagazin. Naja, gut. Okay, ich lasse es mal liegen. Ach, da liegen aber so viele. Sag mal. Kunst und Handarbeit. Das ist ja ihr Hobby eigentlich. So, halt, warte. Ich küsse den mal gleich hier romantisch. Oh. Rechnungen müssten wir auch noch zahlen. Ich weiß nicht, wo wir die hingelegt haben. Hier, gelb. Naja, gut. Sie küssen und knutschen sich und wuhu. So, dann einmal wertschätzen. Und wie beißt jetzt ein Vampir mich? Umarmen. Festdrücken. Flirten. Ich kneife ihn mal. Sonja geht ganz schön ran hier. Wow. Hui. Bestechen mit 50 Simoleons. Was war... Hä? Oh, über Nacht bleiben. Komm, ich schlag das dir einfach mal vor. So. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was dann jetzt weiter hier so quasi abgeht. Und ob ich mal jetzt endlich quasi gebissen werde. Einziehen. Nee, das wollen wir nicht bestechen. Ich habe keine Ahnung, warum. Was mache ich denn da mit ihm? Ist ja schon gut, ich lasse euch hier allein, aber nur einen Moment. Hä? Moment. Was war denn das? Ich glaube, er muss sich an mich ranmachen, oder? Uiuiui. Na? komm meinem Hals schon ganz schön nahe. Na, wobei. Naja, gut. Ich hoffe, Manfred schläft noch ein bisschen und kriegt davon nicht so viel mit. Das wäre vielleicht nicht so gut. Oh. Ein Gesicht. Tja. So. Ja, ich sage jetzt erstmal einen Tschüss und Goodbye und wir schauen dann beim nächsten Mal, ob er vielleicht dann doch noch ein bisschen bissig wird. Wie gesagt, schauen wir einfach mal. Vielleicht sollte ich auch mal den einen oder anderen noch mit ihm befreunden. Ja.
Tschüss und goodbye und wir sehen uns in einer nächsten Runde von den Sims 2. Ciao, eure Saki. Night Owl.